Ich lade diese Kanonenkugelkiste mit Kanonenkugeln auf. Ja. Ach, haben wir oben keine mehr. Doch, aber das ist eine pure Kanonenkugelkiste. Und da muss man überhaupt nicht suchen. Okay, Zeit, dass wir uns mit der Flotte wieder vereinen. So soll es losgehen. Nein, Ashley gehört jetzt uns. Zum zweiten Mal. Kurz Verwirrung. Und eingereiht. Die Sniper-Schlüssel überlassen wir unseren Freunden. Perfekt eingereiht, weil es jetzt zwischen den beiden Schiffen die Fracht abnehmen kann. Aua! Or not! Mast? Ja. Was für Mörserschüsse machen die hier bitte? Ja, du musst bedenken, wie viele Kanonen die haben. Und die schießen die alle. Ja. Oh, oh. Wir gehen gleich direkt an Breitseite gegen sie. Das hat die Pearl erwischt, aber nicht uns. Okay, gebt ihr, so wie ihr könnt. Schnauze, Katze. Also ab jetzt. Nein. Doch, die Richtung muss einberechnet werden. Deswegen konnten wir... Okay, konnten wir nicht. Mein Fehler. Au. Friss Brandbomben! Wir haben Löcher gekriegt. Ja. Egal, wir können weiter Schaden zufügen. Er macht seinen Move. Na gut, nutzen wir es, um andersrum zu drehen. Was sei es drum. Können wir uns wieder einreihen damit. Komm schon. Wie können Sektor-Snipers das hinlegen, wenn wir jetzt? Wie hoch zählen die? Unfassbar hoch. Wir haben übrigens wieder Löcherluft. Oh, jemand fixt? Schon wieder. Ja, der hat einen Move gemacht. Ich muss jetzt am Steuer sitzen, damit wir nicht gegen irgendwas gegenklatschen. Oder der Brettel stecken bleiben. Was? Probiert ein paar Sniper-Schüsse, wenn ihr wollt. Bin dabei. Ich will sie rammen, um ehrlich zu sein. Aua. Jetzt können wir nicht mehr zielen. Rammgeschwindigkeit. Luftreparier unten. Au. Sie sind der Rammgeschwindigkeit ausgewichen. Das macht mich traurig. Okay, macht dieser seinen Move. Gut, dass wir jetzt nicht besonders dran sind. Es gab hinten Löcher. Ja. Ich hab's gehört. Ach, sie hat das Steuerrad gefixt. Deswegen habe ich ausgehauen. Ja. Eine Feststellung. Boy. Ja, es war fertig. Ich wollte sie rammen. Aber nein, da habe ich mir gesagt, okay, wir weichen aus.
hast du zweimal gefickt. Oh. Ja, was ja ist auch. Mist, einmal gefickt. Aber du weißt nicht. Nee. Ach, schade. Okay, es geht ihr nicht gut. Sie sieht mitgenommen aus. Es regnet übrigens. Ja. Komm, bis eine Kugel trifft. Nice. Wegen meiner Expertise in Navigationsfragen kann ich all diesen Kugeln, die definitiv auf uns gezielt sind, ausweichen. Oh. Bisschen Schwund ist immer. Did you forget? I'm a harmless race. Son of a bitch. Das ist ein Master getroffen. Bernhard, was ist bei dir? Ich genieße die Gegend. Ach so. Können Sie ein bisschen eindecken auf die Entfernung? Einfach ein paar Schüsse machen. Wir können so Kugeln ja gerne. Geht nicht. Du weißt, dass das Schiff überhaupt nicht interessiert. Das sind Sätze, die man sagt, unmittelbar bevor das Schiff fällt. Katze, geh weg. Fahren wir gegen den Strom. Ja, lässt sich gegen machen gerade. Ich möchte auch so schnell ein paar Schüsse können wie unsere verbündeten Geisterschiffe. Seht ihr da vorne auch dieses helle Licht? Definiere vorne. So direkt jetzt voraus, grüne Ding in der Luft. Ja. Nein. Bei mir sehe ich es nur. Das sind Geister, die sich um Kisten drehen. Ja. Nee, bei mir waren es keine Geister, aber schon. Oh. Au. Hör auf, meinen Steuerer zu ficken! Wir können gleich in den Heck schießen. Ins Heck schießen. Sobald ich es repariert habe, ja. Okay, repariert. Und ein weiteres noch bekommen. This is your last chance to surrender. Wollen wir zu der eingeladenen Information? Wird das nicht dauern? Nicht wirklich. Wir ziehen das Segel einmal kurz ein, drehen um. Nebenbei könnte man Sniper-Schüsse machen auf der Tastaturseite. Sobald wir uns eingegliedert haben. Und eingegliedert. Mach die Lucky Shots!
Das ist jetzt einfach nur noch reine Kugelverschwendung. Ja, und wir brauchen die danach gar nicht mehr, also. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht ist, oder? Das ist wahr. Okay, blind schießen über eine Spire. Können wir überhaupt solche Schüsse machen? Lass unsere Kanonen, sind das überhaupt zu? Ja. Beeindruckend. Glaub mir nicht. Ja. Impossible. How do you still fight, Elliot? What sorcery gives you? Da haben wir sie. Ja. Do you still not recognize the true nature of empowered individuals? They make no eternal bargain. It's not a siren song or a Stein. Ja, ich weiß. Und? Quatsch. Ich hab ihn gesehen. Stufe 45 geworden. 37. Not by a wretched sentimental pack of pirates. Never, never. My Jack Sparrow! Und da geht sie, unsere Geisterflotte. Bruder? Ja? Wie viel 40 bist du geworden? 45. Wie? Ich bin gerade mal 37. Ich habe gestern ein paar Sketche versenkt. Ah, okay, stimmt. Du weißt doch, Eisen arbeitet immer vor. Ich will diese Skelettschiffe ausradiert wissen. Nein, das darfst du nur machen, wenn wir dabei sind. Dann wäre ich ja noch bei 32 Skelettschiffen. Ja. Aber was für ein Level bist du? 37, Luke. Hm? Ja. Ich bin jetzt Level 36. Ich bin gerade so ein Stückchen nach 37 geworden. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass ich einmal auf der Insel war und Tiere gebraten habe. Das könnte es gewesen sein. Na gut, ich hab dich ja dann eher eingeholt. Hm? Oder hast du auch bei Null gestartet? Mhm. Ja, du hast auch bei Null gestartet. Ich hab auch bei Null gehabt. Ah, okay, ich dachte, du wärst schon ein bisschen weiter. Nee. Ich hab diese Season mit euch begonnen. Die letzte Season, da haben wir Barbecue gemacht und bis 100 gefarmt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Season war für den Rang. Hm. Ich glaub auch so 36 oder sowas. Nee, ich glaub, du warst schon ein bisschen höher als das. Ich weiß nicht, wie hoch warst du, als wir angefangen haben? Du warst im 40er-Bereich oder warst du im 60er-Bereich? Als wir angefangen hatten zu farmen? Ja. Ich glaube, nahe 50. Dann wird Bärmo nicht groß darunter gewesen sein. So, jetzt können wir versuchen, um die Pearl herum zu harponieren. Ah, es geht. Ich bin versucht, eine Kugel Kanonenkugel reinzusetzen, zu schauen, was passiert. Deswegen mache ich lieber das, wovon ich mir relativ sicher bin, dass es keinen Schaden anrichten wird an dem Schiff. Die FPS haben sich nicht darüber gefreut, dass ich das gemacht habe. Klopf, klopf. Das wäre eigentlich der Punkt, wo man sich hinten einharponieren müsste, aber ich... So. So. Diese Stille danach, ne? Ja. Ja. Nachdem wir die ganze Kanonen dann in den Ohren hatten, ist es gerade irgendwie so unwirtlich. Absolut.
Jo. Sofort da. Bam, kannst du Drachenpunkt hier noch ein Stückchen? Sehr gut. So. Ja. Okay. Nicht, ob ich davon schon Sprung. Okay, wenn wir von ganz hinten machen, dann können wir den Sprung vielleicht hinkriegen. Okay, ich habe nichts gesagt. Excellent work. Aye, well, it was mostly the doing of the merfolk, truth be told. Jetzt können wir Meffen Gespräch mit. Oh, well then, I'll take my compliment back. Prepare to make sail, you lazy wretches. If you don't mind me asking, what happened to Jones? And what about the treasure we was after? And why is the captain still dead? Young man, I believe your questions are about to be quite conclusively answered. Fear not the wrath of Davy Jones. He's my prisoner now, and bound to the very vessel he sought to destroy. A fitting fate, with the Dark Brethren scattered and their ambitions at an end. I believe it is now safe to return this treasure. To the hands of one who died defending it. I have weighed the worth of a million souls. And yet, wer sein Schwert zurückhaben will. I misjudged you, Jack Sparrow, and acted rashly. Such was my desire to prevent calamity. You captains of the damned have shown great courage and deserve a second chance. The pirate's life. That's better. And all the best bits seem to be in the right places. Well, I've just got my ship back, and we've just rescued everyone from certain doom. I'd say that entitles us to public adoration, free refreshments, and some grand adventures out and about on this freshly saved Sea of Thieves. Where do we start? Nicht remember, hier. Jack, you made her a promise. Aber wer? I'm afraid Theodore was correct. I have some unfinished business that must, unfortunately, take precedent over any revelry in the immediate futurity. Be that as it may, Jack, we're still a bit short-handed. Excellent point. Our next destination lies beyond the horizon. Any pirates, formerly deceased or otherwise, who wish to throw themselves headlong jetzt kommen sie ja zu sechs mit Hilfe von Wild Rose und braucht er genau sechs. Stimmt. War sechs genug. That's a tempting offer, Captain. But my place is here. Protecting the Sea of Thieves from the likes of Davy Jones and the Dark Brethren. I will take my leave of you. My crew and I likewise have promises that remain unfulfilled. Now that we're back on the seas, it's time to make amends. Ja, bringt die Morningstone hier gegen drum. Was macht Birdie nicht da oben schon über Bermo? Well, I'm not missing out on fighting unknown dangers in distant lands. Sign me up. Me too. As if I'd let you sail off without me. Suppose you and I should part ways for now. After all, someone needs to stay and keep this place lively for me till I return, eh? And trust me, I will return, mate. Ich glaube dir. Well, you know the rest. Look lively, you lot. We've got a horizon to cross. Get that anchor raised. Hands to braces. And someone, please, strike up a tune.
Und damit haben wir es. Wir haben das Lied und wir haben dieses Update abgeschlossen. Yes. Und das sind war... zwei Aufnahmen. Ja. Und das spricht dafür, wie unfassbar genüsslich das gewesen ist. Es hat sau viel Spaß gemacht. Und abgesehen von zwei Fällen hatten wir tatsächlich keine Intervention von anderen Crews. Hm. Gut, das eine war Folge Nummer 2, wo nichts passiert ist, außer dass wir zusammengearbeitet haben und wir geteamkillt haben am Ende. Und ich sage wir und nicht ich, ganz absichtlich. Naja. Und dann die Leute, die... Das Schiff hat uns freiwillig ihr Schiff überlassen. Genau, mit Flagge, Loot und Vorräten, die wir sehr gut eingesetzt haben, die Sea of Thieves zu retten. Also, ja. Mein Respekt an diese werten Lieferanten von Rohstoffen. Und ich hoffe, sie sind auf keinen Fall grausam verreckt bei dem Versuch, ihr eigenes Hotel zu machen. Genau. Gut, zurück zur Fortsetzung. Piraten haben's gut. Nun setzen wir die Säge auf halb, oder? Da beginnt sie zu leuchten. Und einfach komplett in Gold aufzugehen. Hm. Winke, winke. Winke, winke. Und wir haben das Lied. Wir haben alles abgeschlossen. Nun, wir haben einen ganzen Haufen Vorräte, die wir verkaufen können. Auf zum nächsten Außenposten. Mit vollen Segeln natürlich. Sekunde, ich will wissen, wie das... Es heißt Joho. Das war. Jetzt werden wir noch angegriffen und versenkt. Pass auf. Wahrscheinlich, aber wenn, dann ist es egal. Wir spielen auf dem Buchstaben und spielen jetzt das Lied, wenn die auf uns schießen. Mal schauen, was passiert. Vielleicht wollen sie unsere Vorräte haben, weil sie selber ihren Auftrag machen wollen. Ich meine, dann können sie die haben, wenn die freundlich fragen. Die einzige Methode, wie man dafür sorgt, dass man seine Vorräte verliert, ist heimtückisch das Schiff in den Ozean zu schicken. Wenn andere Hotels machen. Denn das ist ein Drecksmove. Yep. Wer würde sowas auch machen? Zwei Gruppen von Leuten, die ich generell nicht ausrauben möchte. Leute, die Hotels machen, und Leute, die... Na gut, drei. Hotels, Angler und Legenden, weil Legenden-Level einfach schmerzhaft ist. Und, ja, außer sie pöbeln ein Feuer an. Dann haben sie sich das verdient. Das ist, wie man sein Privileg auf Existenzberechtigung verliert. Das ist ja lustig. Was denn? Mit der Geister, Trommel.
wenn ich die halte und dann in die Ferne gucke, wo der Nebel ist. Also durch die Trommel durch. Dann leuchtet das blau. Ah, ich sehe, was du meinst. Kriegst du den Krug? Ja, den Krug ist sogar noch besser. Man kann sogar ausfiltern, wo der Nebel ist und wo er nicht ist. Ja. Das ist gut. Okay, vorne einziehen. Aber so erfährt man, wo der... Nee, das ist der Sturm, den man da hinten sieht. Dann sieht man den Regen des Sturms. Und man erkennt besser... Guck mal, da hinten ist ein Skelettschiff. Das kannst du durch den Krug besser erkennen. In welche Richtung? In Richtung Osten. Du siehst nämlich die Lampen besser. Ah, da. Ja, Tatsache. Sachen, die man gerade herausgefunden hat. Ja, wir haben jetzt ein neues Mittel, die See besser auszuspähen. Genau. Du wirst jetzt, wo der Sturm und wo der Nebel sind. Die allein Welt, von einem Krug in die Luft halten. Die Welt wird immer klarer, wenn man sie durch einen Krug Alkohol betrachtet. La 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 la. Gut, Luft, du hast so voraus schon, hast vorhin die Kanonenkugelkiste geladen, nicht wahr? Was? Aber ich glaube, ich habe die hier gekauft. Ja, das glaube ich auch. Die hast du hier gekauft. Das war meine. Hm. Ja, kannst trotzdem schauen, ob du die hier einfach verkaufen kannst. Falls nicht, wir haben immer noch eine Obstkiste, die man verscherbeln kann. Nope. Ja, ist auch meine gewesen. Ja. Aber wie sieht es mit den Geistertruhen aus? Ich habe gehört, man kann die nicht verkaufen, weil es sonst wahrscheinlich zu einfach wird, die Dinge einfach zu farmen. So, was haben wir jetzt noch alles zu verkaufen? Doch, kann man. Da kann ich tatsächlich verkaufen. Okay, dann alle Geistertruhen, die wir gekriegt haben, die Lagerkisten der Verdammten. Bekommen habe ich dafür noch nichts, allerdings. Kann es sein, dass Lagerkisten ohne Wert sind, einfach? Egal, sie geben Points dafür, dass wir sie verscherbeln. Ja. Vielleicht kann man die beim Legendenhainwang das vielleicht für abdrucken. Nein. 25 Dublonen. Ja, fürs Aufsteigen. Ja. Also für die Sachen, die können wir verkaufen, aber wir kriegen dafür gar nichts. Na egal. Welch damit? Points. 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 Ob voll oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Wir lassen unsere Lagerkiste einfach zurück und dann sind alle Leute schon glücklich. Handelsbund Points. Ein Handelsbund Waren Points. Was sagt der Beutepass dazu? Ich bin fast 38. Vortrefflich. Von kurz nach 37 auf fast 38. Ist nice. Ja. Wo sind eigentlich unsere Kanonenkugeln eigentlich hin? Kanonenkugelkiste ist hier im Deck. Ich meine, wir hatten in unserem Schiff irgendwie unendlich viele von den Dingern. Ja, es habt ihr immer in die Kanonenkugelkiste gelagert. Ah. Um direkt darauf Zugriff zu haben. Na gut, der Rest war wahrscheinlich in den Geisterkisten und dementsprechend wurde der weggeschossen. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie viele Kugeln wir insgesamt verschossen haben, ehrlich zu sein. Eine Menge. Aber wer auch immer das als nächstes macht, wird sich wahrscheinlich über das freuen, dass wir kurz mal deponiert haben.
Genau, Holzkisten, Holzbretter haben wir genug zurückgelassen. Da müssen wir nicht alle rausnehmen. Da wird es jetzt auch noch eine Weile dran sitzen. Ja. Ich meine, wir haben mehrere hundert Holzbretter in der ersten Lagerkiste. Das passt. Luf, nimmst du auch ein paar Brandbomben mit? Ich hab keine Bomben. Wir müssen die Fortsetzung entzünden. Ich glaube, Piggy hätten wir mitgenommen, hätte Piggy wahrscheinlich diese Zolltelle nicht überlebt. Nee, da glaube ich auch nicht dran. Ich zünde dann zündes unten an. Okay, ich zünde die Masten an. Eine Sekunde. Hey, nein, what the fuck? Und runterlassen. Und das segelt sie. Entflammt wie immer. Nun gut, liebe Gemeinde. Das war ein Piratenleben. Wir an Bord der Fortsetzung haben Seite an Seite gekämpft mit der Wildrose, der Black Witch, der Morningstar. Und nicht zu vergessen, der Black Pearl. Gemeinsam haben wir dann die Flying Dutchman beseitigt. Wir haben den Kraken ins Gesicht geschossen. Mehrmals. Wir haben die Sirenenkönigin verprügelt und wieder vereint mit dem Sirenenkönig. Wir haben. Naja, das Reich der Toten mehrmals betreten und sind wieder rausgekommen. Weil wir so cool sind. Yes. Und jetzt segelt die Fortsetzung hier los und macht sich bereit auf das nächste Abenteuer. Bis dahin allerdings bedanken wir uns vielmals fürs Zuschauen. Hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, als wir wieder Kindheitsträume durchlebt haben und absolute Flashbacks zu allem aus dem Film gekriegt haben. Ja. Und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss. Ciao, ciao.